Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Heute wieder mit eurer Josie hier. Und was habe ich für euch heute? Heute habe ich für euch wieder mal mein Lieblingsspielzeug, was es auch den dienstaglichen Stream angeht, nämlich meine Kamera. Aber nicht nur die, ich habe noch was anderes heute dabei. Und was das ist und warum ich das dabei habe, das hat mit dem heutigen Thema zu tun. Wir gehen nämlich heute das nächste Menü an. Und zwar das normale Einstellungsmenü, also das globale Einstellungsmenü eigentlich, in dem ihr die Dinge einstellen könnt, die auch am Anfang, wenn ihr die Kamera neu habt, eingestellt werden. Die sind eigentlich auch bei allen Kameras grob gesehen gleich, wie jetzt auch die meisten Einstellungen, die wir bis jetzt besprochen haben. Was mir aber auf dem Herzen liegt, bevor ich jetzt das Intro einläute, ich finde, Meinung sollte jedem zustehen. Okay, aber ihr wisst, bei YouTube gibt es nicht nur den Daumen hoch, sondern auch den Daumen runter. Ihr seht nicht, wer den Daumen runter macht oder wie viel Daumen runter kommt. Ich sehe auch nicht, wer den Daumen runter macht. Ich sehe nur, dass ich Daumen runter kriege. Ich sehe das ein bisschen als Kritik an. Ist auch in Ordnung, steht jedem zu. Nicht jedem muss das Video, was ich gemacht habe, gefallen. Was aber bitte schön wäre, wäre, wenn euch das Video nicht gefallen hat und ihr einen Daumen runter macht, doch bitte unten in die Kommentare was reinschreibt. Keine Angst, ich gehe euch nicht persönlich an, aber es gibt hier etwas, was euch nicht gefallen hat. Und ich versuche an mir zu arbeiten, dass meine Videos euch gefallen, euch etwas bringen, euch etwas näher bringen. Es waren jetzt zwei Videos, bei denen das der Fall war. Das eine war ein React und das zweite war ein Kameravideo. Bitte seid so lieb. Wenn ihr euch nicht direkt in den Kommentaren melden wollt, ihr habt auch die Möglichkeit, mich über Facebook anzuschreiben und mir in Facebook eure Meinung zu sagen. Und das wird dann auch nicht breitgetreten öffentlich, namentlich oder so. Aber ich kann dann darauf eingehen. Und das wäre lieb. Und so. Aber jetzt starten wir. Los geht's nach dem Intro. Meine Katze läuft auch schon wieder, die hat festgestellt, dass die Tür zu ist. Und wir gehen in die Einstellungen. Es geht natürlich heute im ersten Teil, wie immer, um den Schnelldurchlauf. Wir gehen die einzelnen Punkte nur an. Im zweiten Teil des Videos gehen wir dann näher auf die Kleinigkeiten an. Da mache ich dann auch nochmal einen kurzen Zwischenschritt, beziehungsweise ich mache nochmal eine Zwischenansage, weil dann kann ich das Video leichter zurechtschneiden. Genau. So, jetzt habt ihr gerade nochmal die Möglichkeit gehabt zu sehen, um was es geht, was doch zusätzlich einkommt heute. So, fangen wir an. Also, bei dem globalen Einstellungsmenü gibt es 6 Seiten. Wie immer 5 einzelne Punkte pro Seite, heißt also maximal 30 Punkte. Der erste Punkt ist das Online-Handbuch. Das zweite ist die Uhreneinstellung. Das dritte ist die Weltzeit. Das vierte der ersten Seite das Reisedatum. Und als fünftes haben wir den Wi-Fi. Ja, die Kamera ist Wi-Fi-fähig. So, dann haben wir den Signalton, den Live-View-Modus. Dann haben wir den Monitor, die Monitorhelligkeit. Den Sparmodus auf der Seite 2. Auf der Seite 3 haben wir dann den Akku priorisieren, den USB-Modus, den DTV-Anschluss, das Menü fortsetzen, die Hintergrundfarbe. Die Menüinformation haben wir auf Seite 4 ganz oben. Dann die Sprache, die Firmware-Anzeige, die Reset des Belichtungsausgleiches, die Nummernreset, dann haben wir den Reset allgemein auf der Seite 5, die Wi-Fi-Einstellung zurücksetzen, die Pixel-Refresh, den Sensor reinigen, den künstlichen Horizont angleichen, den Demo-Modus und das Format auf Seite 6. So, kurz, schnell, bündig war das, dann stellen wir die mal beiseite. Klack. So, das war kurz und bündig der Durchlauf durch das Einstellungsmenü in der Kurzfassung. Wir gehen die Punkte natürlich alle noch einzeln an. Ich sage euch, was da drin steht und warum und wieso ihr das nutzen könntet, solltet, ab und zu und ab und zu nicht.
Mir bleibt für diesen ersten Teil des Videos nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Ideen habt, was wir mal machen könnten, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen, mit euch mich da auszutauschen. Und da gehe ich auch wirklich drauf ein, das kann ich euch versprechen. Also das ist nicht nur hohles Gerede, dass ich das mache, sondern ich mache das wirklich. Wenn euch die Videos von mir gefallen, ein Abo wäre schön. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, ihr wisst schon, dann kriegt ihr eine kurze Mitteilung und wisst, wenn ein neues Video da kommt. Mir bleibt für diesen Kurzteil nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss.